Hallo YouTube, heute möchte ich euch zwei neue Messer aus meiner Kaisermessersammlung vorstellen. Und zwar geht es um die Modelle Uprising und Mini Sheepdog. Wer meine Fotos auf Facebook oder Instagram kennt, wird diese Messer hier bereits schon einmal gesehen haben. Auch in meinem ersten YouTube-Video über meine damalige Taschenmessersammlung habe ich ein paar dieser Modelle bereits einmal in die Kamera gehalten. Die Firma Kaiser wurde 2012 mit dem Anspruch gegründet, attraktive Designs mit neuesten Fertigungsmethoden aus modernen Materialien zu einem fairen Preis anzubieten. Und ich denke, das trifft auf die meisten Modelle von Kaiser zu. Überwiegend sind die Folder von Kaiser Framelock Flipper mit Titangriff und CPM S35VN Klinge. Seit ca. einem Jahr gibt es manche Modelle auch mit einer Klinge aus Böhler M390 Stahl. Ich bin 2014 auf diese Marke aufmerksam geworden und war spätestens nach dem Kauf meines ersten Kaiser Folders, das war dieses Modell, schwer begeistert von der Verarbeitungsqualität und dem Preis-Leistungs-Verhältnis. Über die Jahre sind dann weitere Modelle dazugekommen, aber um die soll es heute nicht gehen. Ich bin seit der letzten IWA in Kontakt mit der Sales Managerin von Kaiser Cutlery und sie hat mich gefragt, ob ich Interesse habe, einige Modelle aus deren Sortiment auf meinem YouTube-Kanal vorzustellen. Um es gleich vorweg zu sagen, ich wurde für dieses Video nicht bezahlt, ich durfte mir die Messer selbst aussuchen, Kaiser hat mir keinerlei Auflagen gemacht. Auf so einen Deal hätte ich mich auch nicht eingelassen, mir wurden diese Modelle zum Testen zur Verfügung gestellt, das hat selbstverständlich keinen Einfluss auf meine Beurteilung dieser Messer. Das erste Modell, das ich euch vorstellen möchte, ist das Uprising. Das futuristische Design hat dieses Messer von Kim Ning, von diesem Designer stammen auch diese beiden Modelle. Ausgeliefert wurde dieses Messer, wie eigentlich alle Premium-Modelle von Kaiser, in dieser eleganten schwarzen Box. Zum Lieferumfang gehört neben dieser Tasche auch ein Mikrofasertuch mit Kaiser-Logo. Das Modell Uprising hat in dieser Ausführung eine Warncliffe-Klinge mit einem Stonewash-Finish. Der Titangriff hat eine matte Oberfläche, die dem Messer eine sehr hochwertige Optik verleiht. Das Messer ist absolut makellos verarbeitet, mittiger Klingenstand, alle Kanten sind sauber abgerundet. Der Look steht bei 40%. Der Detent ist so stark, dass sich die Klinge nicht unbeabsichtigt öffnet. Der Druckpunkt des Flipper-Tab vermittelt ebenfalls eine hohe Wertigkeit und lässt die Klinge auch bei leichtem Druck mühelos aufschwingen und verriegeln. Zu den technischen Daten. Die 8,9 cm lange Klinge aus CPM S35VN Stahl hat eine effektive Schneide von 8,6 cm, eine Klingenhöhe von 3,3 cm und eine Klingenstärke an der Klingenwurzel von 4 mm. Direkt hinter der Schneidphase haben wir eine Klingenstärke von 0,6 mm. Das macht die Klinge sehr schneidfreudig. Der Griff und der Clip sind aus Titan gefertigt, alle Kanten sind sauber gebrochen und abgerundet. Der Lockframe hat ein Stahlinsert und verfügt
über einen Überdehnungsschutz. Hier hinten haben wir noch ein ovales Lanyard-Loch. Das Modell Uprising wiegt in dieser Ausführung 158 Gramm. Die Handlage ist wirklich sehr gut. Mit Handschuhgröße 9,5 konnte ich im Testzeitraum keine Hotspots feststellen. Allerdings ab Handschuhgröße 10, 10,5 könnte der Griff dann doch ein wenig zu klein sein. Damit ihr euch eine bessere Vorstellung über die Größe dieses Modells machen könnt, habe ich mal ein paar andere Messer zum Vergleich dazugelegt. Ich habe dieses Messer jetzt seit ca. 5 Wochen im Einsatz und kann auch bei sehr kritischem Hinsehen nichts Negatives über dieses Modell sagen. Das Uprising ist exzellent verarbeitet, die Klingenform ist sehr brauchbar und lässt sich auch gut nachschleifen, der Griff ist wirklich angenehm, die Klinge ist äußerst schneidfreudig und der rasierscharfe Werksanschliff hat sich auch ohne Nachschleifen bis heute gehalten. Wer sich für dieses Messer interessiert, sollte wissen, dass dieses Modell auch mit einer Cliphorn-Klinge erhältlich ist. Im nächsten Video werde ich euch das neue Mini-Sheepdog vorstellen. Ich werde das Video hier oben verlinken. Ihr findet den Link aber auch unten in der Videobeschreibung. Gut, dann sage ich danke fürs Reinschauen und vielleicht bis zum nächsten Mal.